Nice. So. Fett XP. Gummi bist du abgeschlossen. Du hast eine neue Auszeichnung erhalten. Yeah, cool. Oh, mit Triebsplitter gab es auch. Cool. So, habe ich jetzt noch einen entdeckt, zufällig? Nee. Gut, dann würde ich sagen, dann fliegen wir jetzt noch bis Toy Story Action. Da. Nee, fliegen jetzt von hier aus weiter. Sehr viel näher. Muss quer links sein. Ja, steht da. Sieht ja da das Häkchen. Die Flogge. Aber die könnte bekommen, ne? Ja. Geht das jetzt endlich? Ich hab Schub gedrückt. Ist egal. Ballern kann ich von hier aus. Das geht doch nicht. Kann das mich durch. Let me through. Irgendwo eine Konstellation erspähen können. Im Nebel des Wahnsinns da hinten auf jeden Fall. Könnte aber die Mogri-Konstellation sein, warte mal. Let's see. Ja, ja, glaub schon. Achtung, Kai, gleich kommt wieder der Wal und verschluckt dich zusammen mit dem Todesstern. Das ist ja ein Kind niemals eins. Ja, der Wal hat dich doch verschluckt aus der Pinocchio-Welt. Boah, Alter, was? Bosse! Alter, Boss-Time, Alter, easy. Nee, nicht wirklich. Mann, ich wollte meine Web noch haben. Da fliege ich nicht rein. Nee. Ist nicht die klügste Idee, die ich haben würde, tut und du. Oh ja, das noch mit hier, das noch. Und den ganzen Haufen da. Hey, Level 20! Echt? Spin! Todesstern kommt aus Star Wars und Star Wars gehört zu Disney. Bitte keine Star Wars Welt in Kingdom Hearts 3. Wäre doch geil! Wenn du ein Schlüsselschwert bekommst, so. Oh, was? Ach lol, ein Bossform, der hat sogar HP-Leisten. Lol, ist ja lächerlich. Wow. Wow. Denn sicherlich auch was von Star Wars. Wenn ein Kingdom Hearts Star Wars kommt, dann sicherlich auch was von Star Wars. Ja, was? Was?
Unterhosen, weil ich ins Kino gezerrt wurde. Sehr silent. Hat die Menschheit denn viel verpasst dabei? Bei dem 7. Star Wars Film? Das ist scheiße. Oh, ist nur ein B-Rang. Voll schlecht, ey. Voll schlecht, Mann. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. Lego Star Wars macht Spaß. So, jetzt haben wir den Boss besiegt. Easy hin da. Kampfstufe 12, ja, auf geht's. Kai, Blätter, Sebastian, Frauen, Tussi, Sätze, unausgesprochene Gefühle, ja. Kairi, Rock Lee, Axel, der geheime Wald, ja, Training, Hashtag. Ich hasse Hashtag. Auch Rock Lee? Der heißt Lee. Ja. Der heißt ja nicht Lea. Ja, aber Rock Lee? Mama, wenn du an jemanden hörst, der männlich ist und Lee heißt, warum denkst du nicht an Rock Lee? Wir haben doch genug Naruto gesehen. Siehst du mal. Ich habe heute Nachmittag erst ihn gesehen, der ist noch vor Shippuden gewesen. Von den ganzen Alten. Ja? Hashtag Fanatieren, was? Ja, was ist das? Fuck. Ist es vielleicht auch nicht Toy Story? Hey, was ist das hier? Teufel ist das? Verum Rex. Video available again. Gigas. Mit Spielzeugfiguren. Das sah ziemlich cool aus. Muss man mal sagen. Aber, hallo? Oh. I was watching that! Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really? I liked his aura most. Woody, what gives? Shh. Are they back? Shh. All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Ja, echt so. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. Hast du was gesehen? Ah, die KGMs, Alter. It's go time. Echt? The fuck, wieso? Oben an der Kiste. An der blauen Kiste. Ja, Tatsache. Die Toybox, Leute. Werbung in einem Videospiel. Reicht nicht schon die Werbung in Handygames? Nee. Sieht fancy aus. What in the world? What in the world? Where are we? Oh my gosh, have we been shrunk? Na, hast du aber schnell gemerkt. And look at us. What are we to magic this for? We have to protect the world order. Border? I said order. Gorge. Who's gonna protect the order from them? Headless.
Okay. We go on three. One, two. Shy Guy Toy Box? Was? What are you doing? Who are those guys? Ah, die Mucke ist cool. Here we go! Ach, wie cool! Alter, wie cool! Jedes Keyblade hat seine eigenen Battle-Styles. Also natürlich zumindest in der Second-Form, aber trotzdem. Warte, stopp. Stopp, wie war das? Strom-Typies! Ja? Ich glaube, ich habe ein Foto. Weil ich glaube, wir brauchen von all diesen komischen Zipfelmützen-Viechern. Ey, bleib hier! Alter! Geht ziemlich hoch ab hier für mich. Ja, ich glaube jetzt noch nicht, aber später vielleicht noch. Mal gucken. Ride this! Stehaufmännchen. Oh, Stehaufmännchen gelernt. Sehr gut. Wichtige Fähigkeit. Stehaufmännchen. Wenn ich einen Gegner in die Luft schleudere, drücke Kreis, um Stehaufmännchen auszuführen und dich direkt wieder ins Geschehen zu stürzen. Ist wichtig. Mir gefällt die Musik hier im Battle. Are they new? Sind die neu? Wait! Oh, you look familiar! I know this! You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder said. Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing. And why Buzz's laser started actually lasering, and had all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. Ich glaube, die reden von irgendeinem Final Fantasy. Bahamut? Die KGL. Strangers. Fremde. From the outside. Welcome. Oh, Alter, ich fühle mich an Toy Story. Ja, voll gut. Toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said so ein Lego you found those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... Dada!
No. Order. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted. But still. Hey, have those intruders, die Hintergrundmusik, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, there's one thing. One big thing? Huge, sir. What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. Wie immer, Leute. War ja klar. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... the organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. Freue mich auf Toy Story 4. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys. Nach diesem Film wollte kein Kind sein Spielzeug verkaufen oder wegwerfen, sorry, ist echt so. Follow me. It's out the window and down the roof. Was? Wir dürfen da draußen? Cool. Not so fast. Ich dachte jetzt, die Welt ist so im Haus drin, das ist ja auch cool. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well. Typisch Andy. We've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. Und direkt on the fly. Andys Haus, Alter. Ey, cool. Die Mucke. Alter, so ein Sitzsack, Alter, geil, ich brauch so ein Dinger. Wo willst du die Tiere hinschmeißen? Ich finde dafür schon einen Platz. Ja, los, let's go. Alter, wie cool. Ist der geil. Voll gut. Hey, I think that's a lucky emblem. Ja, ja, ja. Hm, ja, schon gesehen. Let's see. So weit weg. Yeah. Let's see. Got it. Dieser Spaßung mit den ganzen schlechten Streichen. Das war da oben das falsche Gebiss, das clever Gebiss. Lol. Was hier? A bucket of soldiers. Ein Eimer voll Soldaten. Die Würfel, man kann die Würfel bewegen. Ja, Spielzeug. Ja. Ey, soll man da gefälligst sein Spielzeug hier wegräumen? Jetzt kommt Mama und klaut alles. Ich kenne das Gefühl. Können wir so aus dem Bett laufen? Ey, man kann aus dem Bett laufen, cool. Voll nice, Alter. Sag mir bitte, dass das geht. Ja, Mann!
Fußball! FC Schalke! Was? Wer hat gespielt in der Virtual League? Ich vorhin bei ProSieben Max in der Werbung gesehen. FIFA-Spieler, weißt du, Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Ich bin so, noch weniger habt ihr nicht zu tun, oder? K und ein A gesehen, aber kein T. Kein K-A-I. Ob der richtig Mickey auch ein Symbol ist? Das wäre ein cooles Easter Egg irgendwie. Ein Freudenstein. So, jetzt können wir Neues machen. Ich glaube nichts, ne? Kosmischer Ring. 18. Okay. Ist ein bisschen viel. Aber dauert mein Mie, ne? Du hast einen Freund in mir. Oh Mann, das ist eine Erinnerung an den Film, Leute. Ja, das ist richtig lange her, weil wir den ersten gesehen haben. Da konnte man dich noch nicht alleine auf der Straße lassen. Wie bitte? Ja, ich bin nur mitgegangen, weil du mich alleine noch nicht alleine konntest. Guck mich nicht so an, ich war auch mal jung. Ja, wann kam denn der erste Toy Story Film damals raus, Leute? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, noch in den 90ern. Oder war das die Toy Story war ich noch mit, ich bin mir ziemlich sicher. Also Pokémon war aber auch im Kinofilm, bei den ersten Pokémon-Filmen damals da noch war die... war ich auf alle Fälle dabei. Das war ja noch... Euer erster Film war immer nicht welcher, war euer erster alleine. Lilo und Stitch. Ja, genau. Lilo und Stitch, da bin ich damals ins Kino alleine gegangen. Ja. Die Story erzähle ich jetzt nicht, Leute, vergesst es. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. 95 kam der nicht, 98 oder so? Ich glaube, der erste Toy Story, da war ich so Anfang Grundschule. Ja. Also ich würde so 98, 99 sagen, so. Und zur gleichen Zeit müsste auch etwa Pokémon, der Film, rausgekommen sein, damals die ersten zwei. Die haben wir noch im Kino gesehen. Ach, das waren nur Zeiten, Leute. Ach, guck mal, wir können wieder neues Zeug herstellen. Sogar ein Feuerreif ist schon drin. Storytime, doch erzähl Kai, talk, nein. Das schreibe ich euch bei Gelegenheit mal im Chat. Nein. Oder fragt mal die Asuka, wenn sie mal wieder irgendwann da ist. Nee. Ich lasse es. Azuka hier mit Z waren allem schuld, Leute. Ich sag euch das, Leute. Ey, ohne Witz, ne? Ey, die waren allem schuld. Ich war unschuldig, ja? Wegen dieser Story habe ich jetzt eine Polizeiakte. Nee, Spaß beiseite. Azuka, genau. Mit Z. Einfach nur wegen Trigger. Ich weiß nicht, habe ich das jemals erzählt? Kann ich gleich beim Stream machen. Ist aber nichts für YouTube. Ich kann jetzt nicht hin. Ran erzähl! Die war nicht dabei, die kennt die ganze Geschichte ich nicht. Ich hab noch nicht, ich hab euch hier mit dem Bullen empfangen. Noch. Du hast uns nur hier empfangen und so. Was ist denn passiert? Mit Tim Allen als Buzz und Tom Hanks als Woody. 1995? Da war ich 3 Jahre alt. Nee, da war ich zu klein. Das kann nicht sein. Ich glaube, da war ich zu klein. 95? Nee. Vielleicht haben wir den später vielleicht im Fernsehen gesehen und wir haben Pokémon, glaube ich, im Kino gesehen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, dass ich ihn später im Fernsehen gesehen habe. Vielleicht war doch der zweite schon oder so. Das kann natürlich sein, dass wir den ersten nicht gesehen haben, wenn wir erst den zweiten gesehen haben. Also für Pokémon war ich auf alle Fälle und da warst du noch, ja. Da warst du noch nicht in der Schule. Ich bin mir ziemlich sicher. Der erste Pokémon-Film war ich, glaube ich, gerade erste Klasse oder so. Ja, muss ich. Na doch, ich hatte einen Gameboy schon und wusste schon, was Pokémon ist. Also muss ich mein Einschulungsgeschenk ja schon gehabt haben. Das war damals ein fetter, grauer Gameboy. Ja, trotzdem. Für den grauen, was gab's noch? Die gelbe, die rote, die blaue? Rot, gelb, rot, blau. Also damals nur rot und blau. Blau war ja dann schon Pocket slash Color, wegen Farbe und so. Na, Pocket war nicht mit Color. Nee, aber... Da kam so zur Zeit Gelb raus, so zwischen Color und Pocket. Das ist richtig. Weil du konntest es auf Pocket spielen, aber auf dem Color konntest du es spielen, da war es aber dann bunt. Bunt! In Farbe. In Farbe und bunt. So. Ich craft jetzt hier aber nichts mehr, glaube ich. Fotomission wollte ich mal gucken. Was war das hier? Pustepapas, Wasserkerns und eine Flamme und Wasser war das. Okay, da kommt Eis und Blitz bestimmt später. Naja, passiert. Macht ja nix, ne? Wollen wir nochmal hier noch ein bisschen gucken? Wir haben jetzt 7 Fluorid, da könnte man ja mal wieder mal so ein bisschen, ne?
Der große graue Gameboy. Ja, war schon cool. Ich hatte kein Einschulungsgeschenk. Ich von Opa quasi bekommen. Ich mach nochmal einmal den hier. Yeah. Formänderungszeit Plus habe ich jetzt. Cool, geil, nice. Also ich habe sogar noch meine Einschulungstüte hier im Zimmer liegen. Damals von meiner Cousine selbst gestaltet. Cool, Silent. Nicer Shit. Echt? Lol. Bilder oder sowas gezeichnete von dir. Zusammengerollt und reingestopft. Direkt vernichten. Du spinnst so oder was? Jetzt hör ich mich mit meinem Vater an. Das kannst du alles vernichten, wenn ich tot bin, aber erst. Dann bin ich jetzt zu alt, um es vernichten zu wollen. Ist ja scheiße. Und außerdem ist es ein Mordmotiv. Ich werde die Beweise meiner Vergangenheit nicht los. So, jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen die Schwerter aufgerüstet. Scheiß drauf, let's go. Und speichern wir für heute. Ich kaufe mal ein paar Potions, glaube ich. Haben wir noch ein paar? Du hast eine Freundin in mir. 4 Potions haben wir noch. Huch. Eine Kupo-Münze. Spezielle Münze, die Sora das Leben retten kann. Sie regeneriert ihr LP einmal komplett, wenn diese auf Null fallen. Was? Phönixfeder? Barbie versinkt im Boden. Ich erinnere mich nur ungern an meine Einstellung. Allein die Schulranzen, die ich von meiner Patin bekommen habe, waren mir schon so peinlich damals. Achso, Barbie! Oh. Nee, echt jetzt? Aua. Na gut, als Einklässler, ja, komm, das geht doch. Ey, kann man hier die Dinger kaufen? Pilze. Ey, der spoilert hier. Nee. Pilzterrine. Nee, das ist alles das, was wir gemacht haben? Nee, Pilzterrine hast du nicht zusammengehabt. Nee. Aber ich denke, du hast jetzt gefunden, die Pilze dazu. Kann es sein, dass du jetzt... Das kann sein, dass ich das jetzt machen könnte und deswegen steht es hier drinne. Wer hat das geschrieben? Was? Luri. Luri hat einen Barbie-Rucksack. Ein Feebanausen. Ja, oder Zelda, ist doch egal. Also die würde ich ja schon mal kaufen wollen. Finde ich ja lustig. Schreibt übrigens Barbie, glaube ich, mit IE, nicht mit Y, aber egal. Ich will hier nicht schon wieder Nitpicking machen, ne? Nee, das wird mit IE geschrieben. Was für ein Zeug? Nitpicking ist so, ja. Erbsenzähler. Ich finde die Mucke hier cool. Du hast einen Freund in mir. Uhrwerk schön. Oh, ich glaube, die Morte fehlt dir. Hm? Da ist ein Pilz drin, den du immer wieder hast. Du Morschel. Kommt noch. Ist doch egal, wie man das schreibt. In der Barbie-World. Live in plastic. It's winter. Alter, Guido, du bist echt gestört, muss ich sagen. Manchmal. So. Preispostkarte. Hey, cool. Noch ein Los. Ach, wie cool. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Egal, prügeln. Ich wollte nur mal gucken. Warte mal, Feuer, stopp. Hey, hallo! Sora, nicht rutschen. Nein, nicht rutschen. Nein, du Pisser, wer hat den gerade gekillt? Nein. Strom. Ich brauch Wasser und Eis, glaube ich. Nicht schieß, du Arsch! Sei sauer! Man hat dir gerade dein Foto. Alles okay, Woody? Kommt da nicht hin, wa? Den Leuten zuzugucken ist sowieso auch lustig. So klug ist die KI in Kingdom Hearts, Leute. Alter, er hat getroffen. Und Donald kann nicht zielen. Oh.
Ah, eine Peitsche. Er ist gestunt. Okay, wie komme ich aus dem Modus nochmal raus? Nee. Kreis? Nein, Kreis. YOLO! Oh, stopp! Alter, wie cool. Ich würde gerne was testen. Nein! Oh Mann! Oh Leute, bin ich der Einzige, der gerade übelst neugierig ist? Nein, ich will... Doch, da oben kann man hoch. Ich habe gesehen, dass der Schornstein leuchtet. Verarsch mich nicht, Spiel. Ich weiß, dass es geht. Ja, aber wahrscheinlich woanders. Lauf doch mal links rum. Nein, nein. Ach Mann, du Kackspiel. Ah, ich glaube, das dürfen wir noch nicht. Ah, schade. Sieht aber cool aus, ehrlich gesagt. Wenn wir das alles betreten können, dann erstmal in eine fremde Häuser einbrechen. So, jetzt speichere ich aber. Jetzt ist gut. Hast du Freund in mir? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Leute. Nein. Du hast einen Freund in mir. Du hast keinen Freund in mir. So. So, guys. Oh, wie spät war's? Ja, 11:30 ist ein guter Zeitpunkt. Ja, ja, alles cool. Ja, dann muss ich jetzt kurz den letzten, den zweiten Kingdom Hearts Stream, also den, der vorher dem hier war, noch konvertieren. Dann habe ich alle Sachen in MP4. Dann nimmt mein Renderprogramm die auch an und dann könnt ihr demnächst auf YouTube auch mit den ersten Folgen rechnen. Für alle, die jetzt schon darauf warten, das mal in HD zu sehen. Das sieht nämlich wirklich sehr schön aus. Das Spiel ist wunderschön, muss man echt sagen. Schön designt. Und die PS4 macht der Grafik schon alle Ehre. Also das Switch würde das nicht laufen. Muss man einfach mal zugeben. Ja, dann an alle, die jetzt auf YouTube geguckt haben, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.